Heute ein neues Video. Das Thema ist, wie kriege ich mein Unterwassergehäuse so, dass es schwebt? Ihr kennt es ja alle, dass so Unterwassergehäuse meistens eher nach unten gehen. Und ich zeige euch heute, wie man das genau rausbekommt, wie viel Auftrieb man braucht für sein Unterwassergehäuse. Ich habe euch das mal alles aufgelistet. Ihr braucht eure Kamera, euer Unterwassergehäuse, 4 Klammern, 2 einfache Arme ohne zweites Gelenk, 2 Blitze und LED-Lichter, Kabelbinder, 1,5 Liter Flasche und dann kann es losgehen. Die PET-Flasche wurde einfach mit dem Kabelbinder an meiner GoPro-Halterung festgemacht. Und man sieht ja auch im Hintergrund, dass ich wirklich nur einen Arm habe, weil normal benutzt man ja 2 Arme. Ja, und jetzt probiere ich einfach aus, wann schwebt mein Gehäuse. Jetzt noch nicht. Also ein bisschen Wasser wieder rein. Ja, wir spulen gleich mal vor, das dauert sonst zu lange. Irgendwann war die Schwere los. Klasse! So, jetzt waren wir im Wasser und haben gesehen, dass die Kamera perfekt austariert war. Jetzt brauchen wir einen Messbecher. Hier ist die Flasche wieder. Kleiner Tipp, Vita Cola schmeckt noch besser als Vita Limo. Und jetzt fülle ich das ganze Wasser hier einfach rein. So, und jetzt weiß ich, dass ich ungefähr 440 Milliliter hier hinzufügen musste. Jetzt steht zwar hier drauf 1,5 Liter, würde also bedeuten, 1,1 Liter müsste ich Auftrieb haben. Also 1100 Gramm bräuchte ich Auftrieb. Aber wir wollen mal gucken, wie genau das Ganze ist. Weil die Maßangabe ist ja irgendwo hier, die 1,5 Liter. Wir wollen mal gucken, wie viel wirklich Luft reinpasst. Das heißt, wir schütten das jetzt alles wieder zurück. So, ich habe jetzt die Flasche komplett gefüllt. Jetzt muss ich rausbekommen, wie viel Liter Wasser hier insgesamt überhaupt reinpassen. Und nochmal 550 Milliliter. Ein Milligramm sind 1 Gramm. Insgesamt benötigen wir 1040 Gramm Auftrieb. Eine GoPro noch dazu, die wiegt so 150 Gramm. Naja, ich brauche so 2x 550 Gramm plus minus und dann passt das. Ja, dann bin ich in den Unterwasserfotografie-Shop meiner Wahl. Ich werde da nicht gesponsert, kriege das auch jetzt nicht kostenlos oder so. Ich habe das ganz normal bezahlt. Und das waren die richtigen und da habe ich mir 2 Stück bestellt. Während wir auf das Paket warten, sollten wir mal darüber reden, warum man die Kamera neutral halten sollte. Auftrieb finde ich ganz schlecht. Geht die Kamera hoch, als Taucher kann ich nicht immer folgen. Eventuell ist die Aufstiegsgeschwindigkeit zu hoch von der Kamera. Beziehungsweise ich habe Deko-Stops und oder kann meinen Sicherheitsstopp nicht einhalten. Das wäre nicht gut. Auch wenn die Kamera oben an der Oberfläche ist, dass ich die bei ordentlicher Welle wiederfinde, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Denn ich gucke mit dem Kopf aus dem Wasser raus und wenn die 10 Meter neben mir ist, und bei einer Welle von 10, 15 Zentimetern, sehe ich die schon nicht mehr. Und deswegen ist Auftrieb nicht gut. Abtrieb ist okay. Nach unten kann ich fast immer. Und selbst wenn die Kamera mal in 40 oder auch ein bisschen tiefer liegt, da kann man beim nächsten Tauchgang wieder hin und kann die hochholen. Ideal ist natürlich, wenn sie schwebt. Wenn ich da mal die verliere, dann kann ich sie einfach wieder einsammeln. Ist er immer noch neben mir. Darüber hinaus ist es natürlich so, wenn ich sehr genau tarieren muss, dann ist es nicht gut, wenn ich kopflastig bin, wenn die jetzt nach unten geht oder nach oben zieht. Und deswegen versuche ich, meine Kamera immer neutral zu halten. So, jetzt ist das Paket da. So, Paket ist angekommen. Messer habe ich auch. Jetzt müssen wir es mal aufmachen. Äh.
können wir es aufmachen. Hier ist der Lieferschein. Das Zeug hier übrigens alles ist aus Mais, Stärke. Das ist recycelbar. Bei der Mülltüte bin ich mir nicht sicher. So, das sind die guten Stücke, die ich mir gekauft habe. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir richtig gerechnet haben. Ja, und jetzt sieht man, die Kamera schwebt und im Süßwasser im Pool einwandfrei. Aber wie ist es im Salzwasser? Und auch da schwebt sie perfekt. Rechts ist noch der Haken dran. Sie geht ganz minimal langsam runter. Aber genauso soll es sein. Perfekt. So, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da. Könnt auch Fragen stellen. Ja, und ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal. Hallo, heute ein neues Video. Das Thema ist, wie kriege ich mein Unterwassergehäuse? Auftrieb man braucht für sein Unterwassergehäuse. Tenshi, du bist voll. Das muss nicht sein jetzt, Hund. So. Aus! Hollywood 1.0. Gut. So, Paket ist angekommen. Da ist es. Um das zu öffnen, braucht man ein. Die Lache werde ich in das Video reinschneiden. So. Okay. Soll ich? Ja. So, Paket ist angekommen. Jetzt brauche ich ein Messer. Da ist es. Mone, kannst du mal ganz kurz mal nichts sagen? Geht das mal? Das wäre schön. So. Gut. Warte mal, wir machen das nochmal so. Soll ich nochmal aufhören und nochmal? Ja. Denki, guck mal hier.